Der rund 2,7 Kilometer lange Weg zwischen Helbra und Siebigerode war viele Jahre in einem erbärmlichen Zustand und am Ende mit dem Rad nur noch von sehr ambitionierten Fahrern nutzbar. So verständigten sich die Verwaltungen von Helbra und Mansfeld, wozu Siebigerode gehört, irgendwann darauf, den Weg zu erneuern. Mit Finanzen aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen konnte dieses Vorhaben nun umgesetzt werden. Mit der Verbindung zwischen dem Saale-Harz-Radweg, der vom Süßen See kommend über Helbra, Kloster Mansfeld und Mansfeld bis nach Wippra führt, und der Südharzer Karstlandschaft, die unweit von Siebigerode im Örtchen Pölsfeld beginnt, sorgt der neue Rad- und Wanderweg für einen Lückenschluss im regionalen und überregionalen Radwegenetz. So traf man sich am 20. Juni 2023 zur offiziellen Einweihung und Jungfernfahrt am Startpunkt Bahnhof Helbra. Bürgermeister und Gemeinderäte aus Helbra und Mansfeld sowie weiterer umliegender Orte und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit dem Rad, aber auch Landrat André Schröder und Lars Paul von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt waren präsent. Immerhin flossen 800.000 Euro Fördermittel in die Baumaßnahme, die von Firma Kutter aus Helbra ausgeführt wurde. Wenn es um Arbeitsplatzeffekte geht, wenn es um das Gelingen der Energiewende geht, immer dann, wenn man über das Thema Strukturwandel spricht, fällt einem nicht sofort ein Radweg auf. Wir haben aber 30 Projekte, die im Revierbudget finanziert werden sollen, die wir jetzt planen. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur Papier beschreiben und politische Entscheidungen treffen, sondern dass die Menschen sehen, dass Strukturwandel auch etwas ist, was konkret umgesetzt wird. Und deswegen ist dieser Radweg schon etwas Symbolisches, denn es ist tatsächlich das erste aus dem Strukturwandel geförderte Projekt, was tatsächlich fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben wird. Und deswegen, wenn alles gut geht, Fördermittel, Eigenmittel, da sind es 400 Millionen Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den nächsten 10 Jahren fließen 400 Millionen Euro in die kommunale Infrastruktur. Das ist auch umzusetzen, das muss man planen bis hin zur Verwendungsnachweisprüfung. Auch abzuschließen ist eine gewaltige Herausforderung. Deswegen nochmal herzlichen Dank für alle Umsetzer, Helfer. Auch Norbert Born, Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Mansfelder Kund Helbra, dankte allen Beteiligten, insbesondere der bauausführenden Firma Kutter. Dieser Wunsch, diesen Weg in irgendeiner Form zu regenerieren, da war, denke ich, bei vielen Wanderfreunden und auch den mutigen Radfahrfreunden ständig vorhanden. Und diesbezüglich freue ich mich heute besonders, dass wir heute diesen Weg mit Landkreis eröffnen können. Ich erinnere mich noch, Andreas Koch, an die Sitzung. Das nannte sich damals noch nicht Lenkungsbeirat, sondern AG Strukturwandel unter der Landrätin Frau Dr. Klein, als wir dieses Projekt als allererstes mit, war die erste Sitzung, vorgestellt haben. Ich habe das vorhin schon gesagt, ein landjährlicher Wunsch. Eins, zwei, drei. Allzeit unfallfreie Fahrt. Keiner kann klatschen, weil die haben die Hände an. Ich sammle jetzt die Schere mit ein, sonst können wir noch weiter nicht mehr arbeiten. Dann konnte die Jungfernfahrt, die eigentlich keine war, denn der neue Weg wurde bereits vorher schon rege genutzt, starten. Dabei mussten die Radler, die hier sonst nicht unterwegs sind, feststellen, dass es ordentlich bergauf geht. Denn Siebigerode liegt fast 100 Meter höher als Helbra. Doch auch ein paar Spaziergänger hatten sich nach dem großen Regen herausgewagt, um das Spektakel zu verfolgen. Also wir finden es toll. Super. Ich nutze hier das sehr oft mit meinem Hund, laufe hier lange. Man ist ganz beruhigt laufen, keine Autos, die hier fahren, nur Fahrräder und die nehmen Rücksicht auf uns. Ja. Ich bin ganz stolz auf unserem Fußweg und Radweg. Ja, genau so. Und der Hund vielleicht auch, wie heißt der? Siro? Ja. Sag mal was, Siro. Ziel der Jungfernfahrt war das Gemeindebüro in Siebigerode, wo Mitarbeiter der Firma Kutter einen kleinen Imbiss für die gut 50 Leute vorbereitet hatten. Auch wenn die Beschilderung im Moment noch fehlt, zeigte sich Kutterchef Michael Henrici zufrieden mit der Baumaßnahme. Wir haben im November mit der Maßnahme begonnen und hatten auch eine kleine Winterpause drin, konnten sie aber schon im April dann fertigstellen und lief sie zügig und die milde Witterung hatte ja dann ihr Übriges noch getan, sodass wir rechtzeitig den Radweg fürs Frühjahr und für die Feiertage, die im Mai anstanden, fertigstellen konnten. Jetzt haben Sie hier die Radler eingeladen, also sprich die Leute von der Verwaltung, aber auch die PM-Bürger, die mitgefahren sind. Wie kam denn das?
Naja, das schöne Wetter der letzten Tage hatte da so sein Übriges noch und den letzten Anstoß dazu gegeben. Und wenn man einen Radweg, der dann so eine Bedeutung auch für uns in der Region hat, wenn man den einweiht, den wollten wir dann auch mit dem Rad fahren. Und dann gehört sich das auch so, dass man am Ende der kleinen Radtour ist noch eine kleine Stärkung zu sich nimmt, sich nochmal austauschen kann und ja nochmal dann die Maßnahmen, die dann doch für Hellbrau und Siebigerode so doch mit langer Weitezeit verbunden waren, dass wir die dann noch zu einem schönen Abschluss bringen. Letzte Frage, fahren Sie auch Rad? Ja, wir fahren auch sehr gerne Rad. Ja, also E-Bike oder noch normal? Mittlerweile mit dem E-Bike, weil es einfach... Ist ja kein Problem. Nein, aber es macht viel Spaß. Mhm. Und dadurch fahren wir auch mehr mit viel Freude. Auch Beate Mrasek aus Siebigerode, die das Fahrrad sonst kaum nutzt, war bei der Jungfernfahrt dabei. Anstrengend, wenn man nicht so oft fährt, aber es hat Spaß gemacht. In der Gruppe, da läuft das. Werden Sie den Fahrradweg vielleicht noch öfters nutzen jetzt? Bestimmt. Jetzt kann es sich ja wieder fahren lassen, ja?